In der Halbzeit, ja, natürlich hat, glaube ich, jeder damit gerechnet, dass es sehr laut wird, aber ich wurde nicht laut, sondern ich habe umgestellt und habe ein paar Szenen gezeigt, dass wir was umbiegen können. Und ganz ehrlich, wenn man jetzt in der Halbzeit sitzt in Bochum und man ist 4-1 hinten, da muss es als Trainer nicht reinschreien, weil das muss jeder merken, dass es offensichtlich deutlich zu wenig war. Wenn man 4-1 hinten ist nach 45 Minuten und 4 Tore kriegt, dann muss jeder Spieler auf einem gewissen Niveau selber da sitzen und sagen, okay, jetzt muss keiner laut werden, weil ich weiß selber, dass es offensichtlich Grütze war, was wir gemacht haben, 45 Minuten. Weiß nicht, einfach ein beschissenes Spiel und es sollte uns nicht passieren. Wir dürfen in der Bundesliga, wir haben 9 Punkte Vorsprung, wir sollten nicht irgendwie an Spannung verlieren und sagen, die Liga soll wieder spannender sein. Das ist einfach ein Gesamtpaket in der ersten Halbzeit, was nicht geht. Ja, und das ist mein Gefühl, so gehe ich raus.